Das Regensburger Sportinternat ist eine ganz besondere und großartige Einrichtung. 30 junge Athleten aus dem Bereich Baseball und Eishockey sind dort beheimatet. Wir wollen heute einen Eindruck vermitteln. Wie ist das Leben dieser Internatsschüler? Wir begleiten zwei junge Athleten, Alejandro, den Eishockeyspieler, und Paul, den Baseballspieler. Im Moment ist es kurz nach 5 Uhr, es ist unmenschlich kalt, ich stehe hier vor der Donauarena. Alejandro wird gleich kommen, denn er trainiert mit seiner Mannschaft, den Jungeisbären. Alejandro Angaran, wie bist du überhaupt nach Regensburg gekommen und ins Sportinternat? Also mein alten Trainer, der hatte seinen Sohn hier und ich habe ihn gefragt, so im Ausland sowas, ob der irgendwie eine Connection hatte, und der hat mich dann Regensburg empfohlen und dann bin ich halt hergekommen, Probetraining gemacht und dann ins Internat gezogen. Jetzt haben wir uns vorgenommen, dich und den Paul von den Baseballern den ganzen Tag über zu begleiten. Wann bist du denn aufgestanden? Wie ging dein Tag denn los? Ich stehe immer um 4:45 Uhr auf, mache erstmal mein Zeug, Frühstück, und dann geht erstmal in die Arena zum Training, zum Frühtraining, und dann gehe ich halt in die Schule nach dem Training direkt. An meiner Seite ist jetzt Stefan Schnabel, er leitet die Nachwuchsabteilung der Jungeisbären. Viele, viele Mannschaften im Spielbetrieb, alle spielen in der höchsten Liga, die möglich ist. Wie oft wird denn überhaupt trainiert? Wie ist euer Rhythmus in der Woche? Ja, wir trainieren Montagabend, Dienstag und Donnerstag früh. Dienstagabend, Donnerstagabend und Freitagabend und Samstag, Sonntag spielen wir. Der Spieler, den wir heute begleiten, zumindest in Sachen Eishockey, ist Alejandro Angaran. Er kommt aus Cortina d'Ampezzo, kam nach Regensburg, kam nach Deutschland, konnte kein Wort Deutsch, hat sich riesig eingegliedert. Ist er so etwas wie ein Vorzeigeathlet? Er kam hierher mit 15, hat außer Grüß Gott gar nichts sagen können. Geht heute auf eine deutsche Voss und macht ein deutsches Abitur. Er ist sehr zielstrebig, er kommt aus einer Sportlerfamilie. Er weiß, was er möchte. Er arbeitet jeden Tag hart, er will ein Profi werden. Und Vorzeigeathlet. Ich glaube, da sind viele dabei, die man als Vorzeigeathlet nehmen kann. Aber das, wie er das macht, wenn du in ein Land kommst, wo du die Sprache nicht sprichst und dann den Sport und die Schule so hinkriegst wie er, dann ist das schon ein Vorbild, ja. Alejandro, dein großes Ziel? Ja, auf jeden Fall Eishockeyspieler werden. Egal wie, wo, wann. Hauptsache irgendwann im Eishockey leben, auf jeden Fall, ja. Jetzt ist heute Donnerstagvormittag. Was steht da auf dem Programm im Training? Genau, Donnerstag ist eher so ein Techniktraining. Wir machen alles, was mit Stickhandling, Missing Moves und so, was zu tun hat, trainieren wir heute. Ich bin 15 Jahre, ich komme aus Saarlouis, das ist im Saarland. Dort habe ich zuerst bei den Saarlouis Hornets gespielt und bin dann zu den Mainz Athletics gewechselt. Und dann im März 2021 bin ich dann aufs Internat gekommen. Paul, was ist dein großes Ziel? Amerika? Ja, also das ist schon mein Ziel. Also mein nächstes kleineres Ziel wäre, auf ein gutes College zu kommen und dort gutes Baseball zu spielen und dann natürlich irgendwann mal hoffentlich in der NBA zu spielen. Wie bist du überhaupt ins Sportinternat gekommen? Wie bist du aufs Sportinternat aufmerksam geworden? Ein Freund von mir, der ist auch hier und hat mich dann so darauf aufmerksam gemacht und hat quasi gefragt, ob du nicht mal schauen willst, ob dir das gefällt. Und wurde mir dann auch geschrieben, ob ich mal ein Probetraining machen will, und dann hat es mir sehr gut gefallen und dann bin ich hergekommen. Alejandro, du kommst ja aus Cortina d'Ampezzo, das ist jetzt keine Entfernung von Cortina d'Ampezzo nach Regensburg, wo ich sage, da fahre ich schnell mal am Abend wieder zurück. Wie hältst du den Kontakt zu deiner Familie? Wann bekommst du Besuch? Ja, also am Anfang war ein bisschen schwer natürlich, der ersten Monat wahrscheinlich war es schon ein bisschen komische Situation halt ohne Eltern. Aber jetzt ist halt so, in den Ferien kann ich immer heimfahren. Ich telefoniere fast jeden Tag mit meinen Eltern, also das kriege ich schon hin und ich vermisse die
ehrlich gesagt jetzt auf eine Zeit jetzt fast gar nicht mehr. Ich konzentriere mich auf Eishockey und auf Schule und ja. Man hat die Möglichkeit, so eine Privatsphäre zu haben, aber trotzdem ist man immer mit 30 Jungs in Kontakt und man ist ja am Ende eine große Familie halt. Ja, für mich war das Jahr 1998 natürlich ein ganz besonderes Jahr. Das Regensburger Baseballstadion wurde errichtet, wurde eingeweiht und der Name war Armin Wolf Baseball Arena. Für mich natürlich eine unglaubliche Ehre. Ich werde immer wieder gefragt, wie ist das dazu denn überhaupt gekommen? Die Sache ist relativ einfach. Die Baseballer haben mich angesprochen, als sie noch in der letzten Liga spielten. Hilfst du uns? Wir wollen nach oben kommen. Wir wollen in Regensburg was Großes errichten. Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich bin an eurer Seite. Mir hat das Engagement dieser jungen Menschen damals sehr, sehr gut gefallen. Dann waren die Legionäre in der ersten Liga und dann hieß es, wir wollen unbedingt ein ganz großes Stadion, wir wollen hier Tolles errichten, wir wollen Vorreiter werden für den Baseballsport in Deutschland. Und dann war meine Aufgabe, auf politischer Ebene vorzuarbeiten, Sponsoren zu suchen und letztendlich hatten wir genügend Geld, dieses Stadion aus sehr vielen Eigenmitteln und Zuschüssen zu errichten. Die Politik, damals Oberbürgermeister Hans Scheidinger, zeigte auch den Daumen nach oben und ja, deshalb hat man sich entschieden, dieses Stadion heißt Armin Wolf Baseball Arena. Für mich eine Verpflichtung in meinem ganzen Leben, für die Baseballer kräftig zu arbeiten. Das Internat gibt es jetzt schon seit 2002, also wir haben nächstes Jahr unser 20-Jähriges mit dem Sportinternat Regensburg. Wir haben uns europaweit einen sehr guten Namen gemacht, entsprechend ist das Einzugsgebiet von Spanien, Italien bis nach Litauen, Norwegen haben wir alles hier. Am weitesten entfernt ist ein Südafrikaner, der hier bei uns am Internat ist, aber der Schwerpunkt liegt natürlich auf den bayerischen, auf den deutschen Athleten. Ich bin Sozialpädagoge oder habe Sozialpädagogik studiert, habe meinen Lebtag Baseball gespielt, bin Trainer der Softball-Bundesliga-Mannschaft hier und deshalb war das so der kürzeste der Weg oder das naheliegendste Mal als Sozialpädagoge zu arbeiten in dem Sportinternat. Das Besondere hier am Sportinternat ist, dass es für alles kurze Wege sind. Die Baseballer müssen nur die Treppe runtergehen, sind in ihren Trainingsanlagen. Die Eishockeyspieler müssen nur über die Straße und können aufs Eis und auch die Schulen sind direkt hier in der Nähe. Sehr herausfordernd hier im Internat ist einfach auch die Tatsache, dass man einerseits Sportler ist und eben die Ellenbogen ausfahren muss. Man muss aber schauen, dass man eine gewisse Balance findet. Das heißt, unsere Aufgabe hier im Internat ist einfach auch, den Leuten Werte beizubringen, dass sie respektvoll miteinander umgehen. Ja, das Besondere für die einzelnen Sportler ist eigentlich, dass sie unfassbar strukturiert sein müssen und ihren Tag so planen, dass sie jeden Tag ihre Leistung bringen können. Also man muss morgens früh aufstehen, man muss rechtzeitig ins Bett gehen. Deshalb ist so der Alltag hier auf der Gruppe fast schon unspektakulär. Und da ist zum Beispiel der Paul ein tolles Beispiel, der einfach seinen Tag so strukturiert, fast minutengenau, dass er weiß, wann er wo ist, welche Pause er sich einrichten kann, wo ist nochmal eine halbe Stunde Schlaf drin vor dem Training, um einfach sportliche Leistung bringen zu können. Ja, also es ist natürlich schon immer blöd, wenn ich Freunde frage, nach der Schule willst du noch mitkommen und da hingehen und wir gehen noch ein bisschen ins Dates oder so. Und dann muss ich sagen, nee, ich kann nicht, weil ich muss noch meine Hausaufgaben machen vor dem Training und noch ein bisschen lernen. Man widmet sein ganzes Leben dem Sport und das merkt man hier auch. Das Thema beim Essen ist, was machen wir heute im Training? Wie erfolgreich warst du da und da? Wie haben die Idole in der Nacht gespielt? Mein Vater hat lange Bundesliga gespielt und dann hat er mich quasi schon seit ich klein war darauf, also mit mir trainiert und dann hat es mir einfach sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich halt im Verein angefangen und dann hat sich alles so entwickelt und jetzt ist halt einfach das, was ich jeden Tag gern mache. Mein Lieblingsteam sind die Los Angeles Dodgers, also für die würde ich von gern spielen, also das ist halt auch ein MLB-Team. Schaffst du das? Ich hoffe es, ich versuch's. Daran arbeite ich jeden Tag, also das wäre schon so mein großes Ziel, ja. Dein großes Ziel, du hattest ja schon die ersten Einsätze für die Eisbären Regensburg in der Oberliga. Ja, also mein großes Ziel ist ja natürlich die
Olympiaspiele im Jahr 2026, das ist ja in Cortina, deswegen wäre halt schön, dann mein Heimatort zu spielen für meine Nation Italien, und ja, das wäre ja mein großes Ziel. Das größte Aushängeschild des Sportinternats Regensburg ist der MLB Superstar Max Kepler, der bei den Minnesota Twins in der Major League Baseball spielt und ein zweistelliges Millionengehalt bekommt. Das ist natürlich was, worüber wir sehr stolz sind und was für uns auch sehr wichtig ist, denn das gibt Perspektive. Als wir 2002 angefangen haben und gesagt haben, wir wollen Spieler ausbilden, die es an die Weltspitze schaffen, die es bis in die Major League Baseball schaffen, sind wir belächelt worden. Inzwischen weiß jeder, wir haben viele, viele Verträge abgeschlossen mit Major League Baseball Organisationen, mit unseren Spielern. I've been here for 2 years by now, and we've been working with these kids since middle 2019. Originally, I was a player for Atlanta Braves, professional team in the States. So basically, we're here in the indoor facility of the Legionnaire. We had to find a place where we could carry all the responsibilities for the off-season. Obviously, we increase the level of the players in winter time, and our main focus is starting with that body development and then focusing on the mechanics in different areas of the baseball activity. Es geht ja heute vorwiegend ums Sportinternat in Regensburg, und das ist etwas ganz Besonderes. Im Sportinternat haben wir Platz für 30 junge Nachwuchssportler. Und es ist eine wunderbare Mischung aus guter Betreuung. Man achtet darauf, dass bei der Schule alles läuft. Ich habe immer den Eindruck, die Jungs haben wirklich Spaß da drin. Und es sind natürlich optimale Rahmenbedingungen für den Leistungssport. Und deswegen ist unser Sportinternat für die Sportstadt Regensburg wirklich was ganz Besonderes. Sportstadt Regensburg, ein großer Begriff. Die einen sagen, wir sind gar keine Sportstadt, die anderen sagen, wir sind schon. Wie ist denn deine Meinung? Wir sind auf jeden Fall eine Sportstadt. Es gibt immer noch irgendwas, was wir immer noch besser machen wollen und können. Aber natürlich besteht eine Sportstadt zum einen aus dem Breitensport, aus dem Amateursport, aber natürlich auch aus den Spitzenleistungen. Breitensport braucht Leistungssport, und andersrum ist es genauso. Und in unserem Sportinternat bieten wir eben allerbeste Bedingungen. Und sowas zeichnet uns auch als Sportstadt aus. Klar, Regensburg ist Sportstadt. ...2009, ein Wahnsinnsturnier hier in Regensburg, Vorrundengruppe der Baseball-Weltmeisterschaft. Venezuela, China, Deutschland und die USA mit dabei. Es kann sich keiner vorstellen, was hier los war. Sicherheitsvorkehrungen ohne Ende, Scharfschützen, Spürhunde und. Regensburg war geschmückt, Straßen waren geschmückt, Brücken waren geschmückt. Alle wollten dabei sein bei diesem Turnier und bei dem großen Spiel USA gegen Deutschland hier in der Armin-Wolf-Arena. 10.000 Zuschauer waren es letztendlich, ein ganz großer VIP-Raum, viele, viele Fernsehbildschirme, Live-Übertragung nach Kanada, in die USA, und für mich war es Wahnsinn. Du stehst da in dem VIP-Raum und dann hörst du den Sprecher aus Amerika: Welcome back to Armin Wolf Arena. Es war einfach unglaublich. Baseball-Atmosphäre pur. Leider hat die deutsche Mannschaft 1:9 verloren. Aber das Sportliche setze ich jetzt mal ein bisschen hinten an. Es war für mich, für meine Familie und auch für den Baseballsport in Regensburg ein unglaubliches Erlebnis. Super.
Es gibt ja viele Anekdoten um dieses Turnier. Eine Anekdote ist zum Beispiel, dass die Amerikaner Sand einfliegen haben lassen, speziellen Sand, um die Bälle einzureiben. Also für mich eigentlich unglaublich. Und für mich und meine Frau war eine Anekdote, als wir hier im Stadion waren und die unglaublich große Crew des amerikanischen Fernsehens aufgebaut hat, dann wurden wir vorgestellt, dass ich der Namensgeber bin, und dann hat man gesagt, wo sitzt du denn während des Turniers mit deiner Frau? Dann habe ich den Platz gekennzeichnet, dann wurde extra eine Kamera und ein Kameramann abgestellt, der mich ständig im Visier hatte, und dann hat man gesagt, ja, jetzt muss man natürlich mal Probe sitzen, dass der Kameramann auch die Einstellungen vornehmen kann, und ich habe mich dann auf den Weg zu meinem Platz gemacht mit meiner Frau, und dann sagte der Aufnahmeleiter, um Gottes Willen, Herr Wolf, natürlich nicht Sie, da haben wir Leute dabei, die Probe sitzen, die sich von links nach rechts bewegen. Also es war schon manchmal auch ein wenig kurios. So sieht also ein Tag im Regensburger Sportinternat aus. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Wir haben einen super Eindruck davon erhalten, wie es zugeht im Sportinternat, wie schön, aber auch wie anstrengend so ein Tag werden kann